Hi, grüßt euch. Ich begrüße euch zu einer weiteren wunderschönen Herbstrunde hier bei mir im Taunus. Und zwar geht es heute wieder auf einen meiner Lieblingsgipfel, auf einem meiner absoluten Lieblingswege. Praktisch bei mir vor der Haustür das Ganze. Das Ganze habe ich mir jetzt als Rundweg rausgesucht. Das sind so etwa 6 Kilometer, also eine schöne Sonntagnachmittagswanderung. Das Wetter ist absolut herrlich. Die Sonne scheint, keine einzige Wolke am Himmel. Wir haben ungefähr 10 Grad. Das Licht, schaut es euch an, wunderschön. Hier bei uns ist auch wirklich schon der goldene Herbst so richtig da. Alle Blätter gelb. Ich drehe mal gerade um hier. Es ist wirklich eine Freude anzuschauen. Ja, und vielleicht ist es dem einen oder anderen aufgefallen. Ich bin in den letzten Wochen eigentlich vermehrt hier bei mir nur unterwegs gewesen im Nahbereich. Das ist ja grundsätzlich auch erstmal schön. Ich finde auch, man muss nicht immer ewig weit wegfahren. Gerade wenn man so eine tolle Natur direkt vor der Haustür hat. Andererseits muss ich auch sagen, ich habe inzwischen schon eine ganze Latte an Touren, die ich schon gerne gemacht hätte. Viel, viel auf meiner Liste, was eigentlich ansteht. Wir wollten auch nochmal so als Kurzurlaub in den Schwarzwald fahren. Im Pfälzerwald wollte ich mal übernachten. Aber das alles ist leider im Moment nicht möglich. Ja, und warum das Ganze? Wegen meinem Auto. Ich hatte es irgendwann mal erwähnt, ich habe mir ein neues Auto bestellt. Meine Karre hat jetzt 13 Jahre auf dem Buckel. 150.000 Kilometer, die richtig teuren Reparaturen kommen jetzt leider. Ziemlich viele Defekte, die sich angehäuft haben. Lohnt sich also nicht mehr wirklich, da jetzt noch weiter zu investieren. Ja, und deshalb habe ich mich vor ungefähr 2 Monaten dazu entschieden, ein neues Auto zu bestellen. Das Ganze sollte auch relativ zügig geliefert werden. Neuwagen brauchen natürlich immer so ihre Zeit, bis sie ausgeliefert werden. Normalerweise hätte dieses Auto 6 Monate Lieferzeit. Da es aber ein Vorführwagen oder als Vorführwagen für diesen Autohändler geplant war, war das Ding schon in der Montage. Ich konnte noch ein paar Ausstattungsdetails ändern. Und er sagte mir Mitte bis Ende Oktober. Und letzte Woche bekomme ich einen Anruf. Es tut mir schrecklich leid, aber auch Sie sind jetzt leider betroffen vom Chipmangel. Wir mussten das Auto nach hinten terminieren. Und jetzt sieht es so aus, als würde es erst Anfang Dezember kommen. Ja, und das auch nur, wenn ich wirklich Glück habe und sich da nichts mehr weiter ändert. Ist prinzipiell erstmal kein großes Problem, denn ich habe hier noch ein Auto. Ich habe das nicht verkauft, wohlweislich vorher, weil ich mir schon gedacht habe, ich verkaufe es definitiv nicht, bevor der neue nicht auf dem Hof steht. Aber die Sache ist halt die, dass sich immer mehr Problemchen dazu gesellen, sodass ich jetzt kein Problem damit habe, hier im Umkreis von 20, 30 Kilometern zu fahren. Aber die Chance, dass wenn ich jetzt mal 100, 200 Kilometer wegfahre und ich irgendwann nicht mehr zurückkomme, die ist jetzt inzwischen einfach schon da. Aber genug des Leides geklagt, so schlimm ist das alles gar nicht. Wie gesagt, ich habe hier eine wunderbare Natur direkt bei mir vor der Haustür. Gar kein Thema, macht genauso viel Spaß. Und ich gehe jetzt mal bergan. Denn mein erstes Stück führt mich so 250, 300 Höhenmeter nach oben und das Ganze auf einer Länge von 2 Kilometern, 2,5 ungefähr, und ich melde mich von unterwegs. So, das ist jetzt hier auch ein richtig schöner Trail, also Single Trail könnte man schon sagen. Ja, keine breite Forststraße habe ich mir extra ausgesucht. Ah, das ist doch das schönste Licht, was man sich vorstellen kann, hier durch die braunen und gelben Blätter. Wunderschön. Und hier endet jetzt auch erstmal mein Single Trail und ich muss ein Stück Forststraße laufen. Hier sieht man übrigens schön, da ist der Bahnübergang. Der Gipfel, den ich jetzt ansteuere, ist der Altenstein. Da bin ich schon des Öfteren gewesen, auch schon mit euch. Das letzte Mal war das im Winter, bei richtig hohem Schnee. Und da oben ist auf jeden Fall eine weite Aussicht, inzwischen garantiert. Denn wie auch hier neben mir, wie ihr eben gesehen habt, ist da oben Kahlschlag gewesen. Das finde ich nach wie vor sehr schade, aber da oben, der Ausblick ist schon enorm.
Straße. Man sieht, ich habe schon ein paar Höhenmeter gemacht. Sehen wir die angrenzenden Gebirgszüge in Anführungszeichen. Aber es geht noch ein gutes Stück nach oben. Die Wege da hinten waren mir jetzt ein bisschen zu voll, deshalb gönne ich mir jetzt mal einmal querfeldein. Es ist nicht wirklich zu verfehlen. Ich habe keine Karte mit, ich habe kein Handy mit ausnahmsweise. Aber es ist der höchste Gipfel, das heißt, bergauf ist immer richtig. So, jetzt ist nichts mehr übrig. Da vorne muss der Gipfel sein. Hier unten bin ich gestartet in Taunusstein. Hier vorne, das sind die letzten Überbleibsel an Vegetation. Und hier oben ist dann die höchste Stelle. Auch bis zum Rhein und darüber hinaus. Das schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an. Einfach nur ein Tarp drüber, Isomatte. Ich glaube, das mache ich mal. Das ist
ist hier eigentlich nur der Nebengipfel des alten Steins. Der eigentliche Gipfel ist ein paar Meter weiter drüben an diesem wunderschönen Felsen, den ich euch bestimmt auch schon das ein oder andere Mal gezeigt habe. Wir werden trotzdem mal vorbeigehen, denn im Herbst ist er natürlich gleich nochmal so schön. Es ist immer wieder ein kleines Abenteuer hier nach oben. Es ist natürlich nicht wirklich schwer, aber man muss schon ein bisschen drittsicher sein. Und ganz nach oben gehe ich halt auch nicht, weil es hat geregnet. Es ist ein bisschen nass. Ich gehe jetzt nur mal die ersten Meter hoch. Ja, auch auf halber Höhe ist man hier schon relativ weit über dem Boden. Man sieht das nach unten, aber wunderschön, gerade bei dem Licht. Natürlich gehen wir auch heute einmal ganz außen rum, um dieses alte Bergheiligtum, das schon in der Vorzeit ja, als Opfer- und Kultstätte diente. Es ist auch behauen, auch schon vor Jahrtausenden und ich glaube vor 200 Jahren, als hier unten die Passstraße gebaut wurde, da hat man sich auch noch mal richtig hier dran bedient. Es ist immer wieder schön hier oben, vor allen Dingen im Herbst. Ich kann mich erinnern, vor 2 Jahren ungefähr haben wir hier auch mal unseren Jahresabschluss gefeiert mit Glühwein, den wir uns oben im Gaskocher warm gemacht haben. Ist schon immer den Aufstieg wert. Aber mein Weg führt mich jetzt hier diesen kleinen Pfad weiter entlang. Einmal hoch und dann wieder runter. Hier oben links ist übrigens der eigentliche Altenstein. Mit dem Steinchen, der die höchste Stelle markiert. Und auf der anderen Seite gehe ich wieder runter. Da gibt es auch noch eine schöne Felsformation, die schauen wir uns natürlich auch noch an. An der Stelle mal einen kleinen Gruß an den Jan. Er weiß, was gemeint ist. Auch Sonntagmittag gibt es Wege, wo man niemandem begegnet. Mit dem Spitzenstein hier das zweite Highlight in Sachen Felsenbauz.
Damit habe ich zwar erst etwas mehr als die Hälfte meines Rundweges hinter mir, aber die wahren Highlights sind das natürlich jetzt gewesen. Mal schauen, ich melde mich nochmal, wenn zwischendrin nochmal eine schöne Ecke kommt. Das Schöne ist, ich habe jetzt keinerlei Höhenmeter mehr vor mir, es geht nur noch bergab, bis zurück nach Taunusstein ins Tal. So, jetzt bin ich eine ganze Weile, bestimmt so 15-20 Minuten bergab. Und jetzt haben wir hier schon wieder die ersten Zeichen von Zivilisation. Den Wasserhochspeicher von Hahn. Und das sagt mir auch, wir haben es fast geschafft. Ist jetzt vielleicht noch ein Kilometer und dann bin ich wieder am Ausgangspunkt. Trotzdem verabschiede ich mich schon mal an dieser Stelle, weil ich davon ausgehe, ich kenne die Gegend hier, wie gesagt, dass hier jetzt nichts mehr kommt, höchstens noch mal ein Schutzhütchen, das jeder schon gesehen hat bei sich im Wald. Sage ich auf Wiedersehen, danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao.